dem Urlauber auf der Zunge zergehen. Ein Name, tausendfach dem Paradies auf Erden gleichgesetzt. Sehnsuchtsziel, 9 Flugstunden von Europa entfernt. Islas Inútiles nannten die spanischen Entdecker die Eilande, nutzlose Inseln. War jedoch für sie außer Süßwasser nichts Lohnenswertes zu finden. Was zählte, war Gold. Ihr Eldorado lag noch viele Seemeilen weiter, das Reich der Inkas in Mittel- und Lateinamerika. Die Nachkommen von Sklaven aus Afrika stellen heute die Bevölkerungsmehrheit. Ihr Schicksal war eng verknüpft mit weiteren Eroberern, die durch rigorose Plantagenwirtschaft hier ihre ganz eigene Schatzkammer schufen. Fruchtbare Böden und Wasser waren die natürlichen Voraussetzungen. Heute hat der Tourismus den Inselbogen vor dem amerikanischen Festland entdeckt. Er trennt den rauen Atlantik vom ruhigeren Karibischen Meer. Schützende Bilderbuchbuchten und ein konstanter Wind sind jetzt das Eldorado der Segler. Wen es nicht selbst ans Ruder einer Yacht drängt, der heuert am besten an Bord eines komfortablen Windjammers an. Sicher die schönste und stilvollste Art, die kleinen Antillen und die Inseln über dem Wind zu entdecken. Entbehrungsreiche Wochen in großer Ungewissheit hatten die portugiesischen Seefahrer hinter sich, als sie 1536 eine schroffe Felsenküste vor sich sahen. Wie Kolumbus rund 40 Jahre vor ihnen waren sie auf eine der westindischen Inseln gestoßen. Nicht gerade einladend präsentierte sich das heutige Barbados. So dauerte es auch noch weitere 90 Jahre, bis Engländer an der ruhigen Westküste nahe dem heutigen Hull Town an Land gingen. Etwas weiter, in Spitestown, steht ihr altes Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert. Barbados ist very British, auch wenn 70% der Bevölkerung afrikanische Wurzeln haben. Es sind Nachfahren der Sklaven, die auf die Zuckerrohrplantagen gepresst wurden. Keine Nutzpflanze hat die Antillen seit der Kolonisation so geprägt. Geerntet kamen die übermannshohen Rohre in die Pressen der Windmühlen. Mit Zucker und Rum und ein paar Nebengeschäften verdienten die weißen Herren aus London das Geld, mit dem sie sich stolze Landsitze inmitten der Plantagen errichteten. Farbenprächtige Gärten führen zur St. Nicholas Abbey, um 1650 im jakobinischen Stil erbaut. Stolz ist man hier besonders auf die Inneneinrichtung. Echte Antiquitäten aus dem England des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Wandtäfelung ist Mahagoni. Das edle Holz war bei Errichtung des Hauses auf Barbados noch reichlich vorhanden. Über den gediegenen Lesestuhl ein Blick hinüber auf die Porträts der Besitzer seit 1810. Der Herr in der Mitte, Mr. John Cave, Bankier aus Bristol, machte mit Zucker sehr viel Geld. Weißes Gold, wenn das die gierigen Portugiesen damals gewusst hätten. Die Kolonialherren aus der alten Welt brachten natürlich auch ihren Glauben mit. St. John's Church hat seit 1836 schon viele Hurrikans überstanden. Die anglikanische Kirche steht heute in hartem Wettbewerb mit bis zu 90 weiteren Glaubensbekenntnissen, von christlichen Sekten bis hin zu schwarzafrikanischen Kulten. Spiritualität steht in der Karibik hoch im Kurs. In das Kirchenschiff hat sich offensichtlich eine Friedenstaube verflogen. Very beautiful now. Wunderschön, kündigt John, der Taxifahrer, an. Ein Höhepunkt der Inselrundfahrt scheint bevorzustehen. Wie kommt ein Kugelfisch aufs Trockene? Souvenirhändler haben an einem Aussichtspunkt Stellung bezogen, der in den Reiseführern als einer der bemerkenswertesten der Insel hochgelobt wird. Naja, zumindest hat man vom Cherry Tree Hill, knapp 250 Meter hoch, die raue Ostküste ganz gut im Blickfeld. Die Nordspitze von Barbados nennt sich treffend North Point.
noch ein Platz, der unbedingt bei einer Inselrundfahrt mit eingeplant werden sollte, Postkarten mit eingeschlossen. Geboten wird an dieser Stelle aber auch ein Naturschauspiel der besonderen Art. Von Land aus bequem zu ergehen. The View in stürmischer Höhe lässt die Gedanken der Seeleute erahnen, die hier das gelobte Land im Westen erhofft hatten. Neben stolzen Schiffen dürfte hier auch mancher Traum zerschellt sein. Als Barbados 1966 von England seine Unabhängigkeit bekam, eröffnete Queen Elizabeth II. Noch schnell die Ostküstenstraße. Die Ausbeutung durch das Commonwealth, das primär sein eigenes Wohlergehen im Auge hatte, war vorerst zu Ende. Heute lauern die Gefahren im Meer. Das Schild warnt vor gefährlichen Strömungen und hohen Wellen. Auch wenn der einsame Sandstrand noch so einladend aussieht, Baden ist strikt verboten. Die Bayans, die Einheimischen, nennen diesen Küstenabschnitt die Killer Coast. Schauermärchen berichten über spurlos verschwundene Menschen. Die Soup Bowls, die umgedrehten Suppentassen von Bathsheba, haben es tatsächlich bis zum Wahrzeichen der Insel gebracht. Verstreut stehen sie am Strand und lassen sich geduldig von den Wellen weiter benagen. Die Ostküste zeichnet das atlantische, raue Gesicht von Barbados, auch wenn sie gegen Süden hin in grünen Hügeln ausläuft. Nicht der geeignete Platz für Urlauberträume. Dann schon besser die westliche, die karibische Seite der Insel. Die kilometerlangen Sandstrände sind flach, die Wellen ebenso und gefährliche Strömungen lauern auch nicht unter der Meeresoberfläche. Die Brise erfrischt, die Temperaturen sind tropisch. Das kommt dem Paradies schon sehr viel näher. Ganz einsam ist es freilich nicht. An der Ostküste reiht sich Hotel an Hotel. Ihre Betten und Restaurants sind die heutigen Schatzkammern der Insel, die sich ganz dem Tourismus verschrieben hat. Die meisten Gäste kommen aus den Vereinigten Staaten von Amerika und dem einstigen Mutterland Großbritannien. Es wird Englisch gesprochen. An einigen Stellen schieben sich die Liegestuhlreihen bis an die Wasserlinie. Komfortable Unterkünfte gibt es vom Kolonialstil bis zu Nobelherbergen. Bettenburgen wurden bisher vermieden. Bei Sonnenuntergang um 18 Uhr gehört ihr der Strand fast ganz allein. Good morning, Stranger Beach Hotel. Should we just begin? How may I help you? Das Treasure Beach Hotel an der Paynes Bay steht für die Kategorie der gehobenen familiären Häuser an der touristischen Goldküste von Barbados. Die 35 großzügigen Zimmer, um einen Innenhof gruppiert, schaffen ein intimes Ambiente. Vor 30 Jahren war es das erste Hotel an diesem Küstenabschnitt. Gründlich renoviert, präsentiert es sich jetzt als Geheimtipp. Der Pool
ist Zentrum der Anlage. Ein erfrischendes Süßwasserbad, nur wenige Schritte von Zimmer und Meer entfernt. Noch kürzer ist der Weg ins Tauchbecken der Luxussuite Hummingbird im zweiten Stock. Strandblick aus der Vogelperspektive. Die ausladende Krone eines uralten Mahagonibaumes spendet den Liegestuhlreihen des Treasure Beach den notwendigen Schatten. Direkt davor lädt schon am frühen Morgen das Meer zum einsamen Bade. Tagsüber tummeln sich in beiden Richtungen die Strandläufer. Sehen und gesehen werden in Badehose und Bikini. Der Urlauber mit Abstand liebste Bewegung nach Verlassen des Liegestuhls. Die Touristikverantwortlichen des Eilandes haben nachgerechnet und sind rund um ihre Insel auf über 80 Kilometer Strand gekommen, der natürlich auch sauber gehalten werden soll. Leave it clean. Buntes Strandleben und die unaufdringlichen mobilen Souvenirhändler finden sich auf dem Weg weiter nördlich ebenso wie wohlgeformte Badenixen. Diese sind allerdings an den Fingern zweier Hände abzuzählen. Barbados ist nicht die Côte d'Azur. In der Karibik stellen die rüstigen Rentner die klare Mehrheit. Nun denn. So gestaltet sich zumindest das Ablegen eines der zahlreichen Ausflugskatamarane zur Abwechslung fürs interessierte Auge. Abwechslung und kleine Nervenkitzel versprechen auch Schleppfahrten hinter Motorbooten. Alles Banane. Das heimische Sofa war wohl Vorbild für dieses Fun-Gefährt. Eleganter sieht es auf dem Mono-Wasserski aus. Laut und nervig und leider zu Dutzenden im Dauereinsatz die Jetskis. Weitaus friedlicher Cricket am Strand. Vor Paints Bay versammeln sich täglich die Ausflugsboote zu einem wirklich seltenen Erlebnis, dem Schwimmen mit Meeresschildkröten. Schon mit Maske und Schnorchel kommt man den bis zu einem Meter großen Tieren auf Tuchfühlung nahe. Tiger Woods hat den Sandy Lane Golf Course bereits mit einigen natürlich wenigen Schlägen geadelt. Er liegt hinter dem gleichnamigen Noble Hotel Areal im Inselinneren der Ostküste. Die Lady schlägt sich hinter die Büsche, während ihr Gatte zeigt, wie es richtig geht. Jetzt aber hallo. Und dann die weiträumige Annäherung an das rettende Grün. 108 Löcher auf 7 Plätzen hat Barbados zu bieten. Irgendwann ist er dann doch drin. Weiter noch im Angebot ein fast blütenweißer, feiner Sandstrand direkt vor der Hauptstadt, Bridgetown. Cooler Jazz am heißen Strand. Aber nur jeden Sonntag wird mittags in einem ganz besonderen Lokal am Stadtrand aufgespielt. An der Bar die Insel-Beauties. Im Salzwasserbecken die eigentlichen Leckerbissen. Langusten und Hummer sind die Stars in Jazz at the Tank. Nein, freiwillig springen sie nicht auf den Teller. Ein Prachtbursche wiegt gut über 1 Kilogramm. Das Gewicht entscheidet über den Preis, der, wie das Wasser der Tanks, ein gesalzener ist. 1000 Gramm kosten rund 130 Barbadian-Dollars, was wiederum die Hälfte in US-Dollar ausmacht. Aber man gönnt sich ja sonst nichts.
Immerhin, die Kleidervorschrift ist locker. Casual wear at the beach. Banks heißt übrigens das Local Beer. Sowas sollte der Reisende sich merken. Aufmerken wird er an der Carlisle Bay gleich nebenan, wo sich die Jeunesse Dorée von Bridgetown sehen lässt. Im Strandclub treffen sich überwiegend die Residents mit Villa Zweitsitz. Über 100.000 sollen es auf Barbados sein. Wer jetzt immer noch die Hauptstadt kennenlernen will, der schreitet durch den Independence Arch, anlässlich des 21. Jahrestages der Unabhängigkeit errichtet. Die Chamberlain Bridge führt über die Carronage, das Wasserbecken des alten Hafens. Dort dümpeln die Deep-Sea-Fishing-Boote vor sich hin und warten auf Kundschaft. Die Lagerhäuser an der Waterfront sind frisch restauriert. Der Tourismus bringt Wohlstand, aber nicht jeder hat Zugang zu dieser Geldquelle. Am Trafalgar Square steht das Parlamentsgebäude, 1871 im neogotischen Stil errichtet. Von hier aus werden die rund 300.000 Bürger des selbstständigen Landes verwaltet. Auf dem Turm die Landesflagge, der Dreizack auf violett-gelben Streifen. Gegenüber die Spiegelfassaden einiger Banken. Das übrige Bridgetown ist eher gesichtslos, abgesehen vielleicht von einigen älteren Gebäuden in Seitenstraßen, die durch Farbe erfreuen. Spiegelbild des Lebensstandards der Durchschnittsbevölkerung, die unter Arbeitslosigkeit und niedrigen Einkommen leidet. Aber ein Banks nach Feierabend ist allemal drin. Ebenso ein Spielchen in Ehren. Beim Domino geht es nicht um Geld. Der Deep Sea Harbor schließt gleich an den Ortsrand von Bridgetown an. Hier drängen sich in den Monaten von November bis April als schwimmende Hotels die Kreuzfahrtschiffe. Fast etwas verloren zwischen aufragenden Bruttoregistertonnen, die Masten eines Großseglers. Wie es sich in der christlichen Seefahrt gehört, hat eine stramme Galionsfigur den Horizont im Blick. 5 Masten mit verwirrender Takelage überragen die Royal Clipper, deren Gäste für eine Kreuzfahrt der stilvoll anderen Art an Bord gehen. Sie segelt für die Star Clippers Reederei mit Sitz in Monaco. Nach dem Welcome Drink und dem Belegen der Kabinen heißt es Leinen los und Segel setzen. Kurs auf die Inselwelt der kleinen Antillen. Auch bei Windjammern ersetzen heute Maschinen die Muskelkraft. Aber ganz ohne Matrosen geht es nicht. Eine erfahrene Hand ist an Deck weiterhin gefragt. Der Salon. Mahagoni getäfelt, poliertes Messing und Bilder berühmter Segelschiffe an der Wand. Nostalgie der Meere. Lange Gänge führen zu den Kabinen, die in mehreren Kategorien gebucht werden können. Vom Doppelbettgemach mit Bullauge bis zu Luxussuiten mit eigenem Balkon und Panoramafenster. So ganz umsonst führt der Clipper sein Prädikat Royal nicht im Namen. Gediegene Atmosphäre, auch in der Bibliothek. Wie draußen die Winde auch wehen, hier findet sich immer ein ruhiges Plätzchen. Etwas abweichend von der normalen Route einer Kreuzfahrt mit der Royal Clipper beginnt die filmische Reise bei der südlichsten Insel der kleinen Antillen, Grenada. Die Beiboote werden zu Wasser gelassen, übersetzend zur Hauptstadt St. George, die sich an den Hügeln einer Bucht im Süden der Insel erstreckt. Die Royal Clipper bleibt auf Rede zurück. Am Kai haben breit und mächtig die dieselgetriebenen Hochhäuser festgemacht.
Bis zu 2000 Passagiere finden darauf Platz. Die Freiheit der Meere reduziert sich auf Massentourismus. Die Giganten sind auch aus der Vogelperspektive des Festungshügels hoch über St. George nicht zu übersehen. Rund 5000 Einwohner zählt die Stadt. An die 100.000 der Staat Grenada, seit 1974 unabhängig mit eigenem Parlament. In den ersten 10 Jahren ging es auf der Insel politisch hoch her. Umstürze gehörten ebenso dazu wie das sozialistische Experiment von Maurice Bishop, das dem großen Nachbarn USA so gar nicht behagte. Amerikanische Truppen griffen ein, bombardierten 1983 die Hauptstadt, stürzten den roten Regenten und schafften so wieder demokratische, freiheitliche Ordnung im karibischen Hinterhof. Heute verläuft das Leben in stabilen Bahnen um The Carenage, den hufeisenförmigen alten Hafen und die gleichnamige Uferstraße. St. George hat sich in den letzten Jahren mit langsam steigendem Lebensstandard herausgeputzt. Die Straßen sind steil, eng und mit Autos vollgestopft. Man sollte sich vom geschäftigen Treiben nicht täuschen lassen. Grenada zählt weiterhin zu den ärmsten Inseln der Antillen. Wer keine Arbeit im Tourismus findet, wandert aus, vor allem die jungen Burschen. Man munkelt, auf 5 Frauen käme nur ein mehr oder weniger bemitleidenswerter Mann. Kolonialarchitektur überragt die Dächer des Marktes, dem Zentrum der kleinen Stadt. Hier gibt es alles zu kaufen, was Einheimische brauchen und Besucher suchen. Für die sind besonders die Gewürze interessant. Schließlich gedeihen auf Grenada eine Vielzahl von spicy Gewächsen, was früher auch die Plantagenbesitzer aus der alten Welt zu schätzen wussten, wurden Muskatnuss und Pfeffer doch buchstäblich in Gold aufgewogen. Rund um den Markt der bunte karibische Alltag. Die Exkursion zu den Sehenswürdigkeiten Grenadas stoppt erst einmal an einer der zahlreichen Baustellen, die sich um das zwar asphaltierte, aber schlaglochreiche Straßennetz bemühen. Nachdem es nicht allzu viel zu sehen gibt, ist es aber trotzdem per Taxi gut zu schaffen. Ein Nadelöhr in den Hügeln. Ein mächtiges Exemplar eines Silk Cotton Trees stellt sich in den Weg. Das Inselinnere überziehen tropische Regenwälder, die 2004 von einem Jahrhundert-Hurrikan schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der vulkanische Ursprung zeichnet mit bis zu 800 Meter hohen Bergen die Horizontlinie. Siedlungen ziehen sich die Hügel hoch, ebene Flächen gibt es kaum. Die Muskatnuss schmückt die farbenfrohe Nationalflagge, die der stolze Villenbesitzer vor seiner Haustür gehisst hat. Ebenfalls farbenprächtig herausgeputzt, erwartet diese fantasievolle Folkloregruppe die tägliche Besucherflut von den anlandenden Kreuzfahrern. Was gibt es zu sehen? Nun, immerhin eine der Attraktionen der Insel. Versteckt im Regenwald führt ein kurzer Fußweg zu den Annandale-Wasserfällen. Ganze 16 Meter hoch. Gelassen gehen die wagemutigen Felsenspringer ihrem Tagwerk nach. Eine weitere Attraktion. Morituros te salutat. Ein Gruß an das staunende Publikum, dann geht es abwärts. Einen Sprung mehr unbeschadet überstanden. Kurvenreich geht es hinauf in die Bergwelt des Grand Détang. Ziel ist ein Überbleibsel aus der vulkanisch aktiven Vorzeit. Dichter Regenwald hat den Rand des Kraters überwuchert, in dem sich Süßwasser zu einem idyllischen See angesammelt hat.
Zurück am Meer, die nächste Reiseführerattraktion. Der Strand der Grand Anse Bay. 5 Kilometer feinster Sand. Kaum zu glauben, beim Sturm der US Marines 1983 machten Minen und Stacheldraht den Badespaß unmöglich. Die Wunden der Kämpfe von damals sind heute verheilt. Die Bucht ist wieder fest in Touristenhand. Abschied von Grenada. Ankunft in der Inselwelt der Grenadinen, rund 40 Seemeilen nördlich. An die 30 Eilande sprenkeln sich in das Tiefblau der Karibischen See. Bewohnt sind davon allerdings nur 8. Klein, aber fein und exklusiv. Inseln der Reichen mit klingenden Namen wie zum Beispiel Mystique, Canoin und Palm Island. Union Island ist das heutige Ziel, genauer die malerische Chatham Bay, deren Sandstrand zu einem karibischen Badetag einlädt. Ein paar Fischerboote, eine kleine Strandkneipe, sonst nichts. Genügend Platz, um sein Badetuch auszubreiten. Strand und Meer teilen sich die angelandeten Kreuzfahrer nur mit einigen Rastamännern, die sich in kleinen Hütten angesiedelt haben. Das Sportsteam der Royal Clipper steht mit Lasersegler und Windsurfbrett bereit. Es kann nach Herzenslust geschwommen und einige karibische Dollars müssen allerdings für das Local Beer berappt werden, das Mary gut gekühlt am Strand bereithält. Die Wirkung ist augenscheinlich. An der Strandbar geht die Post ab. Gleich um die Ecke liegt eines der beliebtesten Reviere der Yachtsegler, die Tobago Cays. Die Berge im Hintergrund, das sind noch einmal Union Island und Mayro. Die Tobagos selbst sind klein und daher unbewohnt. Konstanter Wind und Mare Azzurro. Die Farbe des Wassers allein ist schon eine sehr weite Reise wert. Kein Wunder, dass auch andere Kreuzfahrer an diesem gesegneten Platz des karibischen Paradieses vor Anker gehen. Die Vorbereitungen zu einem Beach-Erlebnis der 5-Sterne-Kategorie laufen an. Im Schlepp die Sportgeräte. Das Dinghy ist einsteigebereit. Die Trauminsel der Tobago Cays können kommen. Die insgesamt 4 kleinen Eilande, Teil der Grenadinen, verdanken ihre Existenz dem Horseshoe Riff, das sie hufeisenförmig umgibt und einen Schutzwall vor der Atlantikdünung bildet. Das kommt dem Idealbild der Karibik schon sehr nahe. Noch ist ein Platz im Palmenschatten zu finden, aber das kann sich mit dem nächsten Kreuzfahrtschiff am Horizont schnell ändern. Nancy ist schon früh morgens von Union Island herübergekommen und legt jetzt letzte Hand an ihre Freiluftboutique. Die potenziellen Kunden landen weiter an. Das schöne Fleckchen Erde mit dem Namen Petit Bateau füllt sich zusehends. Bald quillt das kleine Schiff etwas über.
Das Inselreich ist schnell erkundet. Keine 100 Schritte weiter, auf der anderen Seite, drängen sich die Masten in der James Bay. Der Ankerplatz innerhalb des Korallenringes ist heiß begehrt. So ganz mag sich das Robinson- und Inselfeeling im Sprachgewirr der vielen Nationen nicht einstellen. Da hilft nur noch ein kühler Schluck. Relax, keep cool, den Überblick behalten. Santé. Von der Royal Clipper setzt jetzt die Küchencrew für ein zünftiges Beach-Barbecue über. Zuerst ein Aperitif unter Palmen. Dann die lukullische Qual der Wahl am reich gedeckten Buffet. You like some hot dog, hamburger? Barbecue, ribs. Let's do a hamburger. That'd be great. Nebenan das Sportteam aus Schweden in voller Aktion. Der Blick in die Palmenkronen erleichtert ein Verdauungsschläfchen. Im Traum erscheinen dann vielleicht die einsamen Inseln über dem Wind, wie sie der Reiseführer zu Hause verheißen. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Beim Abschied trotzdem ein wehmütiger Blick zurück. Mit etwas Abstand sind die Keys doch ein Stück schönste Karibik. Die Royal Clipper setzt die Segel. Es geht neuen Ufern entgegen. Großes Orchester und Chor, Heldenmusik. So stechen moderne Entdecker in See. Obwohl schon oft erlebt, ist jetzt auch der Kapitän an Deck und beobachtet das Segelmanöver im Licht der Abendsonne. Eine Kreuzfahrt unter Segeln ist sicher die naheliegend beste Art, die karibische Inselwelt zu bereisen. Den Sonnenuntergang gibt es jeden Tag als unvergessliche Dreingabe. Ein Sundowner an der Decksbar leitet nach einem Umkleidemanöver in der Kabine fast nahtlos über zum opulenten Abendessen. Am Piano Mischa aus Russland. Der klimatisierte Speisesaal liegt tief unten im Bauch des Schiffes, dem sogenannten Commodore-Deck. Auch hier gilt, wie überall auf der Royal Clipper, legere Kleidung, kein Krawatten- und Juwelenzwang. Serviert wird jeden Abend ein 5-Gänge-Menü mit Auswahlmöglichkeiten zwischen Fisch, Fleisch bis hin zu vegetarisch. Nachtleben auf Deck. Eine Steelband intoniert zum Einfühlen in fremde Klänge einen allseits bekannten Sound, praktisch die Nationalhymne der Karibik. Steelbands entstanden um 1930. Ausrangierte Ölfässer, die Pans, dienten als Ersatz für die von den Engländern verbotenen Trommeln. Diese seien zu rebellisch, meinten die Kolonialherren. Doch auch Ölfässerklänge können ins Blut gehen. Die Hell's Gate Steelband zeigt, wie das geht. We'll be right back.
Ankunft in Bequy, die größte der Grenadinen. Heute zählt die Insel 5000 Einwohner, die sich früher vom Walfang ernährten. Erster Eindruck von Port Elizabeth, ziemlich verschlafen. Einem Rastafari steht der Sinn nach Money, sei es für ein Foto oder für eines seiner Souvenirs. Viel gibt es für die Kreuzfahrer nicht zu sehen. Geradezu aufregend ist allerdings ein kleiner Obst- und Gemüsemarkt. Diese Hütte steht wohl unter Denkmalschutz. So könnte es vor 100 Jahren gewesen sein. Nebenan neuzeitliche Inselarchitektur mit den unvermeidlichen Souvenirläden. Insel der Wolken nannte die Urbevölkerung der Arawaken ihre Heimat. Bei grauem Himmel trifft das heute zu. Nicht immer scheint in der Karibik die viel gepriesene Sonne. Linderung verspricht das legendäre Frangipani, Treffpunkt der Yachtis, die in der Admiralty Bay vor Anker gehen. Doch vor dem Planters Punch oder Cuba Libre noch ein kleiner Bummel entlang dem schmalen Baywalk. Hotels im Kolonialstil reihen sich. Tauchclubs werben um Kunden. Und eine Bar lockt mit Walknochen. Doch halt. Zurück an die Bar des Frangipani. Wer in der Segelwelt etwas auf sich hält, lässt sich hier seinen Drink von den Barkeepern mixen. Ein stilgerechter Piña Colada aus des Meisters Hand. Lauwarm, aber trotzdem recht nass. Ein kräftiger Regen zeigt am anderen Morgen, dass die Inseln über dem Wind auch einmal unter dicken Regenwolken liegen können. Aus dem grauen Schleier schälen sich nur mühsam die Umrisse der Nachbarinsel San Vincent, die zusammen mit den Grenadinen seit 1979 einen unabhängigen Staat bildet. Doch das Wetter wechselt schnell in diesen Breiten. Die Sonne bricht sich Bahn. Die Royal Clipper liegt vor der Hauptstadt Kingston. Namensgeber der Insel war, wie so oft in dieser Gegend, der umtriebige Seefahrer Kolumbus, der am Namenstag des heiligen Vincent hier vorbeikam. Die Hauptstraße teilen sich noch mehr Fußgänger als Autos, besonders an Markttagen. Hunderttausend Einwohner zählt die beschauliche Insel. Es fehlen Exportgüter ebenso wie touristische Highlights. Kein Wunder, dass der konsumierende Fortschritt bisher einen weiten Bogen darum gemacht hat. Um das Seelenleben der Inselbewohner kümmert sich aber eine auffallend große Anzahl Kirchen, Gemeinden und Sekten. Neben der anglikanischen Kirche der Engländer ragen im Zentrum gleich die katholischen Türme der Franzosen auf. Der süßliche Duft von Marihuana steigt bei den Fischern am Strand in die Nase. Zweifellos schleift es sich damit etwas leichter. Dann der nächste Regenguss. Wie gesagt, das Wetter wechselt an manchen Tagen schnell. Kopf ab. Ein stattlicher Thunfisch wird in der benachbarten Halle für den heimischen Kochtopf zerlegt. Auch Barracuda und weiße und gelbe Marlins gehen den Fischern an den Haken. Fisch gehört auf den heimischen Speisezettel. Warten und schauen scheint die Lieblingsbeschäftigung auf der Insel des heiligen Vincent zu sein. Was sonst auch, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Da hilft oft nur ein Hairun, das Local Beer, das hier gebraut wird. An gelenkigem Nachwuchs mangelt es indes nicht. Das Treiben in der Pause eines Kindergartens zeigt das Spektrum der Hautfarben.
Die Afro-Kariben, die Nachkommen der Sklaven, sind schwarz oder zumindest sehr dunkelhäutig. Die Royal Clipper läuft Kurs San Lucia. Unverkennbar am Horizont die zwei Kegel der Pitons, Wahrzeichen der Insel wie der Karibik gleichermaßen. Erster Ankerplatz ist die Marigo Bay, zweifellos die schönste Bucht der Insel und von Seglern bereits in grauer Vorzeit als schützender Naturhafen hochgeschätzt. Schon 1778 versteckte sich hier die britische Flotte hinter den Palmen, während die feindlichen Franzosen bei ihrer Verfolgung vorbeisegelten. Damals kämpften die beiden Kolonialmächte um die Vormacht im karibischen Raum. St. Lucia geriet 7-mal in französische und 7-mal in englische Hand, bis sie 1814 im Vertrag von Paris endgültig britisch wurde. Die schöne Helena der Karibik. Diesen poetischen Beinamen trägt sie wegen ihrer Postkartentauglichkeit. Geschützt vor Wirbelstürmen liegt hier auch die Flotte eines großen Charterunternehmens vertäut. In der Marina warten Yachten ab 30 Fuß aufwärts auf die Freizeitkapitäne. Das Revier, das den europäischen Winter zum Sommer macht, ist begehrt. Große Kreuzfahrtschiffe legen im Hafenbecken der benachbarten Hauptstadt Castries an. 70.000 Einwohner, fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung, leben hier. Den Stadtmittelpunkt markiert die weit ausladende Krone des 400 Jahre alten Samanbaumes neben der Kathedrale zur unbefleckten Empfängnis. So unscheinbar deren Äußeres, so farbenfroh die Wandmalereien unter dem offenen Dachstuhl. Dem berühmtesten Sohn der Stadt ist im Park eine Tafel gewidmet: Derek Walcott, der 1992 den Literaturnobelpreis erhielt. Die Bibliothek gleich gegenüber hebt sich von der Beliebigkeit moderner Zweckbauten ab. Hangaufwärts die besseren Wohnviertel. Ein Panoramablick über die Stadt vom 260 Meter hohen Mont Fortune, dem Berg des Glücks. Hier hat auch der Gouverneur des Landes seine Residenz. Noch einmal viktorianischer Baustil in voller Pracht. Das Landesinnere dicht bewaldet. Zahlreiche Flüsse haben sich tief in die Berge eingegraben. Nur an wenigen Stellen ist die Insel flach genug für Plantagenwirtschaft. Dann werden dort Bananen angebaut. Die blaue Plastiktüte schützt die Staude vor Parasiten, vor zu starker Sonneneinstrahlung und sorgt im Inneren für gleichmäßige Reifetemperatur. Taxifahrer Geoffrey kennt sich aus, ist er doch auch Reiseführer in Personalunion. Von den violett-roten Blütenspitzen löst sich eine Reihe und bildet den nächsten Fruchtstand. Auf der Weiterfahrt an der Westküste eine idyllische Bucht, an deren Ende das Fischerdörfchen Anse-l'Arrêt vor sich hin dämmert. Nicht zu übersehen, neben der Dorfschönen, die Werbung des Local Beers. Piton verschönt die ansonsten eher tristen Straßen. Gesuchte Schattenplätze in der Mittagshitze. Noch eine Dorfschöne. Die Dorfjugend drängt es in die warmen Fluten. Dicht bewaldete Hügel,
bei der Weiterfahrt Richtung Südküste. Das Ziel, die Pitons lassen grüßen. Auf kurvenreichen Straßen geht es ihnen entgegen. Dann von einem exponierten Aussichtspunkt aus das Wahrzeichen von St. Lucia von der Landseite. Im Vordergrund der Petit Piton, 730 Meter hoch, dahinter der Gros Piton mit 800 Metern. In der Bucht das Städtchen Soufrière, nach den nahen Schwefelquellen benannt. Das französische Soufre bedeutet Schwefel. Soufrière war Siedlungsgebiet der Urbevölkerung, der Arawaken und Kariben. Nur wenige Gebäude haben Wirbelstürme und bürgerkriegsähnliche Zustände während der Französischen Revolution überstanden. Etwas Kolonialstil ist aber in der Stadtmitte noch zu sehen. Soufrière ist sicher die ursprünglichste Stadt der Insel. Einige Kilometer außerhalb Rauchverbot. Hier eine rein geologische Vorsichtsmaßnahme, ist doch die Erdkruste hier sehr dünn. Statt in Form von Lava entweicht der Druck durch heißen Dampf und ziemlich übel riechendes Schwefelgas. Als 1997 in Montserrat der Vulkan ausbrach, hätte das genauso gut an dieser Stelle passieren können. St. Lucia gehört ebenso zum vulkanisch aktiven inneren Antillenbogen. Besuchern wird erklärt, was passiert, wenn die Tektonik die karibische über die nordamerikanische Platte schiebt. Fast 100 Grad heiß kommt das Wasser aus der Erde, kühlt ab, reagiert an der Luft und wird schwarz. Ein Bad darin soll zum Beispiel bei Rheumatismus oder Hautkrankheiten helfen und gesund sein. Zumindest riecht es erbärmlich nach faulen Eiern. Tropische Blütenpracht führt zum nahegelegenen Botanischen Garten. Das Auge reicht auch völlig aus, um den Schätzen im dichten Grün des Regenwaldes näher zu kommen. Der Torch oder Porcelain Ginger, auch Wachsrose genannt. Heliconia wagneriana. Besonders prächtig, leuchtend und groß oder eher zart und zierlich, auf dem fruchtbaren vulkanischen Boden wächst, wofür man in unseren Breiten mehr als einen grünen Daumen braucht. Eine Desert Rose, Adenium obesum. Eine Bougainvillea und himmelhoher Bambus. Ganz am Ende des Gartens rauscht ein Wasserfall. Nach der Besichtigungstour wartet in der Bucht von Soufrière die Royal Clipper. Vorbei an den Pitons noch ein besonderes Naturschauspiel für die Passagiere. Entlang der Westküste geht es Richtung Norden. Rodney Bay an der Spitze von St. Lucia, Steuerbord quer ab. Fertig machen für das Ankermanöver. Das Zeichen signalisiert, die Royal Clipper liegt vor Anker. Sitzt, passt und hält. 75 Meter Kette reichen. Der Norden der Insel ist touristisch weitaus besser erschlossen. Nicht zu übersehen die roten Dächer des Sandals Hotelkomplexes am Redweed Beach. Strandurlaub, wie ihn sich Landratten so wünschen.
Außerhalb der heilen Urlaubswelt sieht es für die einheimische Bevölkerung etwas einfacher aus. Fast jeder Arbeitsplatz hängt vom Auf und Ab des Touristenstromes ab. Bleiben die Gäste aus Amerika und Europa aus, versiegen auch die Einnahmen. Auf St. Lucia müssen viele Männer zum Gelderwerb hinaus in die Fremde. Zurück bleiben Frauen und Kinder. Arbeit gibt es im Yachthafen. Die Marina füllt sich vor allem in der Winterzeit von Juni bis Oktober, wenn die Hurricanes über die Insel toben und die Schiffe in der sicheren Rodney Bay länger festliegen. Von einer kleinen Anhöhe aus, scherzhaft Kodak Mount genannt, öffnet sich das ganze Panorama über die Bucht bis hinunter zum Pigeon Island National Park, vor dem auch die Royal Clipper ankert. Am anderen Morgen Gymnastik auf dem Vordeck. Unschwer zu erkennen, dass sich nicht jeder der 200 Passagiere dazu eingefunden hat. Nach und nach, aber in der Summe vollzählig, sind die Kreuzfahrer dann am reichhaltigen Frühstücksbuffet ab 8 Uhr anzutreffen. Heute liegt ein Tagesturn vor der Royal Clipper. Die Gelegenheit, um die Möglichkeiten auf dem Sonnendeck auszunutzen. Allein 3 Süßwasserpools erfrischen und entspannen. Tauchlehrgang. Für alle, die auch einmal im Meer an der Flasche hängen wollen. Natürlich auch geselliger Treffpunkt. Pool Position eben. Matrosenalltag in den oberen Etagen. Eines der Rahsegel klemmt. Bei Sonnenschein das reine Zuckerlecken. In Windjammerzeiten war das bei Sturm und Seegang eher ein Himmelfahrtskommando. Selbst ist der Seemann. Persenningnähte müssen nachgebessert werden. Kleine Muskeleinlage. Normalerweise machen das Mannschaft und Motoren. Was man noch so alles mit einem kräftigen Tau machen kann, zeigt Matrose Carlos. Knotenkunde kombiniert mit Lassowerfen. Leichtmatrosin Katrin gibt sich redlich Mühe. Eigentlich ganz einfach. Dann noch Kurs halten am Steuerrad. 184 Grad Nordwest. Nach 30 Seemeilen liegt Martinique Backbord. Die nächste Station auf der Kreuzfahrt zu den nördlich liegenden Inseln der Kleinen Antillen. Die Hauptstadt Fort-de-France bietet von See aus ein geradezu großstädtisches Bild. Immerhin leben hier an die 150.000 Menschen. Man spricht Französisch. Die Insel ist Departement und damit Teil der Grande Nation. Der Chevalier Bélin de Nambuc, der Martinique 1635 für König Ludwig den 13. in Besitz nahm, grüßt auf der Place de la Savane. Gleich dahinter, im Palmenhain eines großzügigen Parks, findet sich das Denkmal einer weit bekannteren Person der französischen Geschichte. Josephine de la Pagerie, auf Martinique geboren, wurde Ehefrau Napoleons und damit Kaiserin. Ihre Statue hat den Kopf verloren. Die Guillotine war daran sicher nicht beteiligt. Der Fächer einer Travelers-Palme lenkt den Blick auf die Schölcher-Bibliothek. Der eigenartige Bau im romanisch-byzantinischen Stil stand schon auf der Pariser Weltausstellung. Der Elsässer Schölcher war auf Martinique reich geworden und hatte sich dann Ende des 18. Jahrhunderts vehement für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt. Etwas Frankreich und ein kräftiger Schuss Karibik mischen sich in den Straßen der Altstadt von Fort-de-France.
Orientierung bietet der 60 Meter hohe Turm der Kathedrale de Saint-Louis, ein erdbebensicherer Bau aus dem Jahre 1978. Rhythmische Klänge auf der betriebsamen Fußgänger- und Shoppingmeile. Eine gute Gelegenheit zum Zuhören und Schauen. Besonders schön seien die Menschen auf Martinique, heißt es. Eine Mischung indianischen, afrikanischen, europäischen und indischen Blutes. Vielfalt auch auf dem Obst- und Gemüsemarkt. Angeboten wird ein Füllhorn exotischer Früchte, die im tropischen Klima bestens gedeihen. Dann ruft das Inselinnere. Zwei Tage sind dazu nötig. Die Straßen sind kurvig, schmal und mit 80 Kilometer Länge ist Martinique auch nicht gerade klein. Aus den grünen Hügeln leuchten die Türme einer Kuriosität, die die Verbundenheit mit dem französischen Mutterland widerspiegelt. Eine Miniaturausgabe der Kirche Sacré-Cœur vom Pariser Montmartre. Der Weg ins Landesinnere von Martinique Richtung Norden führt vorbei an meterhohen Bambusstauden und Farnen, Regen und waldreiches Gebirgsland. Die Straße schlängelt sich um steil aufragende Vulkankegel herum. Der Piton Lacroix und der Piton Boucher sind beide über 1000 Meter hoch und kratzen an den Wolken. Die Ebenen wurden für die Plantagenwirtschaft gerodet und sind auch heute noch landwirtschaftlich genutzt. Begrenzt werden sie von vulkanischen Hügelketten. 1902 brach der höchste Berg der Insel, der Vulkan Montagne Pelée, in einem apokalyptischen Inferno aus und brachte tausendfachen Tod. Sein Krater überragt auch heute noch die Ruinenfelder von Saint-Pierre im Norden der Insel. Eine 2000 Grad heiße Glutlawine hatte die damalige Hauptstadt am Fuße des Vulkans überrollt. Alle Uhren blieben um 7.52 Uhr morgens stehen. Mehr als 30.000 Einwohner waren umgekommen. Wieder freigelegt, die Eingangstreppen zum Theater. Die Katastrophe hatte sich durch Erdstöße, Schwefelgeruch und Aschenregen angekündigt. Als die Bevölkerung fliehen wollte, ließ der Gouverneur Truppen aufmarschieren, die ein Entkommen verhinderten. Eine kochende Schlammlawine tötete die ersten Menschen. Immer noch versperrten Soldaten die Fluchtwege. Dann war es zu spät. Einziger Überlebender war der Häftling Cyprin. Schwer verbrannt und halb verhungert wurde er nach Tagen gerettet. Weil er betrunken war, hatte man ihn ins Gefängnis gesteckt. Stau auf der Hauptstraße von Saint-Pierre. Das Leben hat den Ort schon lange wieder in Beschlag genommen. Bunt und laut. Ein neuer Tanz auf, oder besser, im Schatten des Vulkans. Ein Panoramablick zurück auf die Bucht von Saint-Pierre und den Montagne Pelée. Die Wunden sind verheilt, Geschichte vergessen, neue Generationen wagen ein neues Spiel. Schwarzer Sand färbt die Strände. Ah, Local Beer
Auch hier, das gute Lorraine hat schon einen Durstigen gefunden, Flasche leer. So richtig hochprozentig wird es in einer der zahlreichen Rumdestillen der Insel, die ihre Pforten bereitwillig den Besuchern öffnen. Wobei das Schnapsbrennen beileibe nicht auf die schöne Insel Martinique begrenzt ist. Rum ist geradezu ein Synonym für die Karibik. Überall, wo das süße Zuckerrohr wächst, wird destilliert. Inmitten der übermannshohen Zuckerrohrfelder ähnelt die Destillerie Trois-Rivières eher einem metallverarbeitenden Kleinbetrieb. Romantik am lodernden Feuer hat hier keinen Platz. Kurz erklärt, das Rohr wird ausgepresst, der Saft, sprich die bittere Melasse, mit Hefe zur Gärung gebracht, dann erhitzt und verdampft. Aus dem Lärm des Presswerkes führt der Weg direkt zum Endprodukt im gut bestückten Laden. Gleich mehrere Marken und Qualitäten werden angeboten. Der Kenner kann sich hier mit Ruhm bekleckern, sollte er die feinen Geschmacksunterschiede der Destillate denn erkennen. Raus aus dem Alkoholdunst, weiter in den Süden der Insel. In einer Bilderbuchbucht liegt der kleine Fischerort Les Ans d'Arlet. Der Seestern am sandigen Grund ist ein sicheres Zeichen für exzellente Wasserqualität. Kein Trubel, kein Lärm. Ein Traumplätzchen. Dazu noch ein Restaurant unter Palmen direkt an der Wasserlinie. Zeit für karibische Impressionen. Einige Kilometer weiter und etwas ernüchternd ein Rückblick auf die historische Schattenseite. Die gebeugten Gestalten erinnern an ein dunkles Kapitel der karibischen Inseln. Sklaven. In Afrika gewaltsam eingefangen und unter unmenschlichsten Bedingungen über den Atlantik geschafft, mussten die Schwarzen auf den Plantagen der weißen Kolonialherren schuften. Baumwolle, Tabak und Zuckerrohr machten wenige reich und brachten viele um. Ein ebenso furchtbares wie profitables Dreieck entstand. Aus Europa brachte man Alkohol, Waffen und Tand zum Tausch gegen Sklaven nach Afrika. Diese wurden über den Atlantik verschifft, was viele nicht überlebten. Ihr Schweiß und Blut erwirtschaftete die Güter, die sich wiederum in Europa teuer verkaufen ließen. Eher kurios die Geschichte dieses Felsens, Rocher du Diamant. 1804 verschanzten sich dort 120 britische Soldaten und hielten 17 Monate lang die Stellung gegen die Franzosen. Erst als diese listig ein mit Rum beladenes Schiff am Felsen stranden ließen, konnte das Bollwerk glorreich erobert werden. Die siegreiche französische Kolonialmacht ließ ab diesem Zeitpunkt die Insel nicht mehr aus den Klauen. So versteckt sich auch heute noch unter den Palmen am anderen Ende der Bucht Cul de Sac du Marin der Kulturträger der Grande Nation, der Club Méditerranée. Nahtlos anschließend der Ferienort Sainte-Anne, dessen Reize wohl nur dem klassischen französischen Pauschaltouristen zugänglich sind, der hier bevorzugt seine schönsten Wochen des Jahres verbringt. Provinzieller Charme nennt das ein optimistischer Reiseführer. Martinique, Insel der Kontraste. Einige Kilometer weiter zur Südspitze hin ergeht sich besagter Reiseführer in Superlativen und irrt diesmal nicht. Der Traumstrand von Grand-Anse-des-Salines. Man achte auf das geradezu vornehm nasale Anse, was nichts weiter heißt als Bucht und was den Nagel auf den Kopf trifft. Auch hier wird überwiegend Französisch gesprochen. Selten sind die Palmen in der Karibik so dekorativ schief, der Sand so weiß und der Strand so lang. Einer der schönsten der Insel, ja der ganzen Karibik, so heißt es.
Jeder mag sich sein eigenes Bild machen. Etwas träumen unter Palmen. Zugegeben, es fällt nicht ganz leicht, hier die Badehose wieder einzupacken und an Bord zu gehen. Aber Steuerbord voraus liegt am anderen Tag bereits die nächste Insel, Dominica. Hier hatten die Engländer im kolonialen Ringen die Oberhand behalten, wobei der Kampf hin und her wogte. Vatukubuli, das Land der vielen Schlachten, wurde sie deshalb von den einheimischen Kariben genannt, um deren Land sich die Europäer schlugen. Die Royal Clipper hat in der Prince Robert Bay vor Portsmouth Anker geworfen. Portsmouth ist keine Perle der Karibik und eigentlich nur Kreuzfahrtbrückenkopf für die Erkundung der grünen Insel. Per Taxi lässt sich das für rund 150 US-Dollar an einem Tag bewerkstelligen. Kurzer Stopp am Ortsrand. Das Publikum konzentriert sich auf Cricket, das Spiel mit sehr geheimnisvollen Regeln, die nur Engländer oder eben die Jungs von Dominica verstehen. Da scheint einer was richtig gemacht zu haben. Jetzt aber los, rein in den Regenwald im Inselinneren. Viel Grün ist noch erhalten. Die Hügel hatten die weißen Räuber von der Rodung abgehalten. This one here is called Bamboo Palm. Mm-hmm. Bamboo Palm and Royal. Bambuspalme und Königspalme. Bob, der Fahrer, kennt sich in der Botanik aus. Und davon gibt es hier genug, soweit das Auge reicht. An die Ostküste brandet der Atlantik, unberührte Buchten mit vorgelagerten Riffen und Felsen. Ein einsamer Verkaufsstand am Viewpoint von Kalibishi. Keine Angst, Bob fährt auf der richtigen Seite. Es herrscht Linksverkehr. Flussläufe durchziehen die Insel und winden sich durch dicht bewachsene Taleinschnitte. Dominica, die Sonntagsinsel, hat angeblich für jeden Tag des Jahres einen eigenen Fluss oder Bach. Für nassen Nachschub sorgen regelmäßig die Passatwolken, die im Nordosten abregnen. Ein zerklüftetes Vulkangebirge bis 1400 Meter hoch bildet die Wasser- und Wetterscheide. Weiter, die Ostküste entlang. Menschenleer ist dieses Stück Karibik noch Natur pur. Ein seltener Anblick. Selbst in dieser Traumbucht verstecken sich nur einige Hütten am Ufer. Eine der wenigen Bananenplantagen. Dafür Blumen in reicher Zahl und auch noch in Größen, von denen heimische Pflanzenfreunde nur träumen können. Die letzten Ureinwohner flüchteten sich vor den vordringenden Weißen in dieses unwirtliche Gebiet. Einer ihrer Nachfahren bäckt am Straßenrand Cassava-Fladen, deren Mehl aus einer Wurzel gewonnen wird. Nichts für den verwöhnten Gaumen. Einfache Flechtarbeit hielt die ursprünglichen Grashütten zusammen. Kein Ding von Dauer. Der Panoramablick von der Veranda ist das Beste eines Restaurants am anderen Ende der Welt. Tagsüber gehört die Bar den Stammgästen aus der Gegend. Mont-Trois-Piton. Die UNESCO hat ein Stück besonders erhaltenswerten Regenwald unter ihren Schutz gestellt. Auf einem Pfad geht es tiefer in die grüne Hölle hinein.
Versteckt im Dschungel, wie von einer schützenden Mauer umgeben, der Emerald Pool, gespeist von einem Wasserfall. Manchmal tummeln sich ganze Busladungen darin. Der Garten Eden wird dann zum Rummelplatz. Wer Glück hat, hat die Idylle für sich allein. Zum Abschluss steuert Bob noch mitten hinein in die kleine Hauptstadt Roseau, Zentrum des Zwergstaates mit rund 80.000 Bürgern. Da gibt's nicht viel zu verwalten und zu regieren. Rosa Farben und Closed, das Parlamentsgebäude. Bleibt noch Zeit für das Local Beer. Der Name erinnert fatal an Watukubuli, isn't it? Die Insel der vielen Schlachten dämmert heute friedlich unter karibischer Abendsonne. Auf Rede wartet majestätisch die Royal Clipper. Am anderen Tag. Die Strahlen der aufgehenden Sonne versprechen ein besonderes Ereignis. Es geht um die Ehre, um Taktik und Geschwindigkeit. Alles, was für einen Seemann neben seiner Braut im nächsten Hafen eben wichtig ist. Alle Mann an Deck. Der Kapitän steht selbst am Ruder. Alle Segel sind gesetzt. Gespannte Aufmerksamkeit. Da ist er. Der Gegner für das anstehende Windjammerrennen. Backbord voraus, die Star Clipper, auch unter vollen Segeln ein stolzer Anblick. Der Herausforderer hat zwar nur 4 Masten und ist mit 115 Metern knapp 20 Meter kürzer als sein Schwesterschiff. Vorteile sind aber sein geringeres Gewicht und er kann höher am Wind segeln. 3500 Quadratmeter Tuch stehen ganzen 5000 gegenüber. Dann die lautstarke Kampfansage. The race is open. Eigentlich ist es eine Art schwedische Meisterschaft, um die beide Schiffe kämpfen. Obwohl unter monegassischer Flagge hält die Besatzung die blau-gelbe Fahne des schwedischen Reeders Mikael Kraft hoch, der sich mit den 4 Schiffen seiner weißen Flotte einen Kindheitstraum erfüllt hat. Zu guter Letzt hat die Royal Clipper den Bugspriet vorne. Dank besserer Taktik. So feiern Sieger. Verhaltener der Kapitän und seine Offiziere. Ein Salut für den wackeren Verlierer. Dann wird Bug an Bug abgetanzt. Ganz so ernst war das Rennen sowieso nicht gemeint. Kapitän Sergei ist mit Mannschaft und Schiff zufrieden. Man wird sich wieder irgendwo auf den Weltmeeren sehen. Sei es in der Karibik, im Mittelmeer, Asien oder in der Südsee. Die Star Clipper dreht ab und zeigt sich Steuerbord noch einmal von ihrer Schokoladenseite mit geblähten Segeln. Die Royal Clipper nimmt Kurs auf das zur Abwechslung wieder zu Frankreich gehörende Departement Guadeloupe. Die Peilung über den alten Sextanten zielt genau auf La Soufrière, den fast 1500 Meter hohen Vulkan direkt voraus. Das eigentliche Ziel liegt aber 10 Seemeilen vor Guadeloupe. Geankert wird in den Heiligen Inseln, den Îles de Sainte, 9 gebirgige Eilande von insgesamt 12 Quadratkilometern. Berühmt, weil hier eine schicksalhafte Seeschlacht stattfand und sehr malerisch.
Le Bourg ist das beschauliche Zentrum der Hauptinsel Terre d'Hôte. Bars und Boutiquen reihen sich an der schmalen Uferstraße. Postkarten versprechen weitere Inselidyllen. Belebter wird es, wenn die Fähren mit den Tagesausflüglern aus Guadeloupe anlegen. Ah, da wäre noch das Local Beer. So klein das Archipel, das gute Guada Gold wird hier gebraut. Von der anderen Seite schiebt sich die Baie de Marigot an den Ortsrand. Die Insel ist an dieser Stelle sehr schmal und kann mit einem kurzen Spaziergang durchquert werden. Von einem Aussichtspunkt am Ende der Bay erschließt sich die Ostküste von Terre d'Hôte. Kein Wunder, dass um dieses gesegnete Plätzchen die Kolonialmächte England und Frankreich vor über 200 Jahren erbittert miteinander gerungen haben. Von dieser Kuppe aus konnte die Hafenbucht kontrolliert werden. Am Wettlauf um die Vorherrschaft in der Karibik und die Ausbeutung ihrer Schätze beteiligten sich neben den Freibeutern alle seefahrenden europäischen Mächte. Oft entschieden auch die Kriege in der alten Welt über einen Besitzerwechsel auf den karibischen Inseln. Man feilschte am Verhandlungstisch. Das mächtige Fort de Napoleon zeigte hoch über den Île des Saintes Flagge, genauer die Tricolore. Das Festungsmuseum dokumentiert die Battle of the Saints, wie die beteiligten Engländer das Gemetzel auf hoher See nannten. Vor dem Archipel waren ihre Kriegsschiffe Ende des 18. Jahrhunderts auf eine französische Flottille gestoßen und es kam am 12. April 1792 zur Schlacht. Die Schiffsgeschütze zerschossen die Segel des Gegners, um ihn manövrierunfähig zu machen. Matrosen versenkter Schiffe retteten sich in Beiboote oder klammerten sich an Treibgut. Die Franzosen verloren 35 Schiffe, 1500 Mann und die Schlacht. Ein Modell der Ville de France, Flaggschiff des unterlegenen Admirals de Grasse. Ihr gegenüber die Formidable des Siegers Admiral Lord Rodney. Am Ende aber fielen die Inseln Frankreich zu. Unter dem Kommando der schneidigen Admirale kämpften Abenteurer und Draufgänger, die sich in ihrem Äußeren nicht viel von den Piraten unterschieden, die ebenfalls die Gewässer um die karibischen Inseln rund 150 Jahre früher unsicher gemacht hatten. Die Karibik war nun ein Tummelplatz der Desperados in Uniform. Der friedliche Blick über die Bucht vor Terre d'Hôte lässt die Schrecken der Geschichte im tiefen Blau des Meeres verschwimmen. Es locken die sonnigen Seiten der Inselwelt, ein Badeausflug in eine Nachbarbucht. Der erste Offizier drückt wieder die richtigen Knöpfe. Segel setzen. Kurs Antigua. Die Starksegel gehen zwischen den Masten hoch. Noch einmal Aufbruch und große Gefühle. Ganz oben Royal, dann Ober- und Unterbram, Ober- und Untermaßsegel. Die Abendsonne ergießt ihr goldenes Licht. Windjammer-Romantik pur. Segelalltag am anderen Morgen. Einfahrt in eine tief ins Landesinnere eingeschnittene Bucht, einer der sichersten Häfen, wenn zwischen August und Oktober die Hurrikansaison über die westindischen Inseln tobt. Falmouth Harbour.
vor Anker ein futuristisches, millionenteures Spielzeug eines Freizeitkapitäns der oberen Einkommensklasse. Aber auch die anderen Yachten können sich sehen lassen. Zum Schaulaufen der schwimmenden Untersätze gehört in Antigua auch ein Rückblick in selige Windjammerzeiten. Der englische Stützpunkt, in dem auch Nelson als einfacher Fregattenkapitän 3 Jahre Dienst tat, beherbergte eine Schiffswerft. Heute ist sie natürlich nach dem späteren Admiral Nelson benannt. Die Lady im Kolonialkostüm erklärt den Besuchern die historischen Feinheiten im eintrittspflichtigen Areal des Nelson's Dockyard in English Harbour, einer der wenigen wirklichen Sehenswürdigkeiten der Insel. Ab Anfang des 18. Jahrhunderts hatte ihn die englische Marine Stück für Stück ausgebaut. Nicht zu übersehen, die Säulen des Herkules, die zum Kielholen, zum Auf-die-Seite-Legen der Schiffe dienten. Dicke Taue spannten sich zwischen den Löchern in den Steinsäulen. Vor knapp 300 Jahren das neueste an Werftechnik. Heute nicht mehr so ganz für die Kunststoffrümpfe geeignet. Im Admiral's House hat Nelson sicher nicht residiert. Als der junge Offizier hier als Stützpunktkommandant diente, stand das Gebäude noch gar nicht. Ein Höllenloch soll er das schöne Antigua samt königlich britischer Marinewerft genannt haben. Einen Nachgeschmack geben die restaurierten Steingebäude. Unterkünfte für Offiziere und Mannschaften sowie Proviant- und Waffenlager. Von einem Plateau oberhalb von English Harbour bietet sich ein Rundblick über die Südspitze der Insel. Unten am Fluss, dem Indian River, lebten vor der Ankunft der Europäer eingeborene indianische Stämme. Die Einsamkeit auf windumtoster Klippe suchte sich der Musiker Eric Clapton als Refugium. Wie ein Chamäleon hat das Haus die umgebende Felsfarbe angenommen. Auf der anderen Seite des Plateaus das Blockhaus, Teil eines Forts am Cape Shirley, einst Kanonenplattform, heute Restaurant und grandioser Aussichtsplatz über English Harbour. Aus der Vogelperspektive wird die ideale Lage des Naturhafens deutlich, der durch Aufschüttungen den Bedürfnissen der heutigen Seefahrer angepasst wurde. Mit James am Steuer lässt sich die nicht besonders aufregende Insel in gut 6 Stunden erkunden. Durch die Vororte von English Harbour geht es hinaus in das flache Umland. Exzessive Plantagenwirtschaft hat die ohnehin flache Insel noch unansehnlicher gemacht. Abwechslung bringen die in die Küstenlinie eingesprenkelten Sandstrände, die für den Tourismus erschlossen wurden. Angeblich sollen es 365 sein, für jeden Tag des Jahres also einer. Eine gestrandete Konkmuschel. Der Rest Strandurlaub mit entsprechender Infrastruktur. Im Bild die Long Bay an der Westküste. Die Hoffnung hat man auf Betty's Hope, einer einstigen Zuckerrohrplantage, längst aufgegeben. Vor 350 Jahren bescherten Anbau und Verarbeitung hier einer Familie mehr als bescheidenen Wohlstand. Nur eine der Zwillingsmühlen widerstand bis heute den Stürmen, ist aber längst eingemottet. Die Räder des Mahlwerks rosten vor sich hin. Ein kleines, angeschlossenes Museum gibt einen beredten Eindruck von dem damaligen Leben der eingewanderten weißen Herren wie der zwangsrekrutierten schwarzen Sklaven. So sah Betty's Hope in seiner Glanzzeit aus.
Die Hütten der Arbeiter und das Herrenhaus wurden von den Mühlrädern überragt. Wenn ab Dezember die Erntezeit begann, standen die Flügel Tag und Nacht nicht still. Der in dieser Jahreszeit beständige Passatwind sorgte verlässlich für die notwendige Energie. Schaubilder illustrieren den Alltag auf der Plantage bis ins Detail. Die Arbeit an den Mühlen und in den Feldern war hart. Männer, Frauen und Kinder mussten gleichermaßen Frondienst tun. Die Melasse wurde auf 500 Grad erhitzt, bis daraus der begehrte Zucker kristallisierte. Das Verladen von Rumfässern auf die vor Anker liegenden Frachtsegler. So fröhlich ging es wohl nur selten zu. Immer neue weiße Siedler kamen aus Europa. Heute bleiben die Besucher aus fernen Ländern nur für wenige Tage und bringen sogar noch Geld mit, das sie auch bereitwillig ausgeben. Tauschwaren sind Sonne, Sand und Meer. An Antiguas Westküste die Liegestuhl-Oase Turner's Bay. Kühl schaukelt es sich im Palmschatten der Carlisle Bay, einige Kilometer weiter. Inmitten der Inselhauptstadt St. Jones, in einem Park, ragt seit 1847 die örtliche Kathedrale auf, erbaut im gregorianischen Stil. Zwar gut befahren und bevölkert, sind die Straßen der Stadt aber nicht gerade aufregend. Zumindest farbliche Akzente setzt ein kleiner Markt im Zentrum. Ansonsten drängen sich Shopping-Malls, die Einheimische wie Besucher einsaugen. Ein erfreulicher Lichtblick war Dudley, das Local Beer. Das Geschäft konzentriert sich auf die Besuchermassen, die im Takt der einlaufenden Hotelschiffe in die Straßen am Hafen einfallen. Auch Antigua hängt am Tropf der Tourismusindustrie. Verkehrsstaus gehören zur Tagesordnung. Immerhin drängen sich in St. Jones 40.000 Einwohner. Englische Kanonen sicherten nach all den kolonialen Auseinandersetzungen schlussendlich die Bucht vor der Hauptstadt. Nach einigen Besitzerwechseln wehte der Union Jack über der Insel, bis das Empire das Eiland in die Selbstständigkeit entließ. Gegen Ende der Reise treibt es auf der Royal Clipper jetzt auch die Passagiere in die Wanten. Schließlich sind die meisten schon fast echte Seebären geworden. Gut gesichert geht es 15 Meter oder seemännisch 45 Fuß in die Höhe. Hello. Hello. How are you? Etwas schwindelig, sonst ganz gut. So sieht der stolze Segler dann von oben aus. Bis zur Spitze des Hauptmastes wären es dann noch einmal 35 Meter. Aber das bleibt nur den Profis vorbehalten. Wieder zurück auf den sicheren Decksplanken fesselt vor dem Bug ein sehr seltenes Schauspiel. Spielerisch begleiten Delfine die Royal Clipper. Am Abend dann das Captain's Dinner. Das ist guter Brauch bei der mehr oder weniger christlichen Kreuzschifffahrt. Einschließlich einiger dankbarer und charmanter Worte von Kapitän Sergej.
very important and key positions on board. First of all, I wanted to start with our chef de cuisine, Rudy. To the nice lady, Royal Clipper. Yes, and to the nice, beautiful, all ladies around us. Das Dessert ist krönender Abschluss, bevor an der Decksbar weitergefeiert wird. Die Cocktailkünstler haben alle Hände voll zu tun. Manolo und seine Crew sind in ihrem Element. Die Kalorien können am anderen Tag im bordeigenen Fitnessstudio wieder etwas reduziert werden. Sanft und rundum zum Wohlfühlen, eine Thai-Massage. Das letzte Inselziel liegt im gleißenden Morgenlicht. St. Kitts, Anlaufstelle zahlreicher Kreuzfahrtschiffe aus den Vereinigten Staaten. Liegt die Insel doch ganz im Norden des inneren vulkanischen Antillenbogens. Offiziell St. Christopher genannt, weil das Eiland von Kolumbus höchst selbst 1493 entdeckt wurde. Hinter einer Hafenmauer verschanzt sich die Hauptstadt Basse-Terre mit einigen farbenfrohen Häusern an der Wasserfront. Rund um den viktorianischen Uhrenturm vergeht die Zeit gemächlich. Bei der Unabhängigkeit hat man sich mit der Nachbarinsel Nevis zu einer Union zusammengeschlossen. Mit nur 40.000 Bürgern lässt sich ja auch nicht so leicht Staat machen. Respektabel das Gotteshaus der anglikanischen Kirche, die St. George Church. 13.000 Schäflein zählen zu ihrem Sprengel, die allerdings auch an alle möglichen anderen Götter glauben. Sehr stilvoll wird an der einzigen nennenswerten Kreuzung der Verkehr geregelt. Das ist noch very British. In 5 Minuten durchquert das Taxi die kleine Stadt und das Zuckerrohr wiegt sich wieder am Straßenrand. Diese Monokultur prägte bis vor kurzem die Insel. Heute setzt man auf die landschaftlichen Reize und damit auf den Tourismus. An der Westküste ein Hinweis auf präkoloniale Besiedlung, etwa 2500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Felszeichnungen der Ureinwohner nahe Wingfield Estate. Eine Schwangere mit Kind haben Forscher darin erkannt. Eindeutig Flamingos zieren den Rand des Fontänenbrunnens eines nahegelegenen herrschaftlichen Anwesens aus der Kolonialzeit. Trotz Unabhängigkeit müssen für die Besucher immer wieder die Relikte einer aus Sicht der heutigen Bürger dunklen Geschichte herhalten. Sonstige historisch relevante Attraktionen sind eben auf allen Karibikinseln dünn gesät. Was bleibt, ist die Idylle unter Palmen. Und weiter viel Flora. Und die Idylle ist gut besucht. Rekrutiert sich doch die Mehrzahl der Karibik-Gäste aus der Altersklasse 60 plus. Und die mag es nun einmal eher schön und beschaulich. Martialisch wird es dann wenige Kilometer nördlich in den wehrhaften Mauern einer weiteren Festung. Immerhin, Brimston Hill ist die größte militärische Anlage der kleinen Antillen. Und das will doch bei der Dichte der Wehranlagen aus der kriegerischen Geschichte etwas heißen. Gusseiserne 12-Pfünder ragen aus 250 Meter Höhe noch immer bedrohlich aufs offene Meer hinaus. Schwer vorstellbar, dass mit diesen Kanonen jemals eine angreifende Fregatte versenkt wurde.
Erobert wurde das Gibraltar der Karibik, wie Brimstone Hill auch respektvoll genannt wurde, nie. 8000 französische Infanteristen, die mit 31 Schiffen gelandet waren, holten sich bei einem Angriff 1782 eine blutige Nase. Der Union Jack wehte noch lange über der Zitadelle. Die englischen Verteidiger hatten sich aber seit 1690 viel Mühe gegeben. Allein die Mauern sind 3 Meter dick. Die zahlreichen Kanonen bestreichen alle 4 Himmelsrichtungen. Außer Schussweite, aber gut sichtbar, saßen die Holländer auf der Nachbarinsel St. Eustatius. Heute weht die neue Landesflagge nach der friedlichen Eroberung 1983 über Brimstone Hill, das seinen jetzigen Besitzern wenigstens noch einige Eintrittsdollar sichert. Nicht laute Schüsse, sondern gedämpfte Abschläge sind auf den Fairways des Golfplatzes Richtung Frigate Bay zu hören. St. Kitts ist jetzt kein Golf-Mekka, aber einige Greens finden sich allemal. Hinzu kommt, auf der kleinen Insel ist es nie weit bis zum Meer. Mit Blick Richtung Süden sind es gleich 2 Meere. Nur ein schmaler Landstreifen trennt den rauen Atlantik von der Karibischen See im Westen. An deren einladenden Gestaden treffen sich die Landgänger der Royal Clipper zu einem kühlen Carib, dem, genau, dem Local Beer von St. Kitts and Nevis. Stilgerecht serviert und natürlich aus der handlichen Flasche getrunken. Ein karibisches Stillleben, isn't it? Dazu der verführerische Duft von Spareribs. Noch einmal, Beach Life in the Caribbean. Und dann noch das große Finale der Royal Clipper. Fotoshooting aus dem Beiboot, während die schöne Lady alle ihre Segel setzt. Die Starksegel stehen. Jetzt die unteren 3 Rahsegel. Dann die oberen 2 Reihen. Jetzt sind alle Segel gesetzt. Vollzeug. Die Royal Clipper ein königlicher Anblick. 2 Wochen war sie komfortabler Begleiter durch die karibische Inselwelt. Wehmut schleicht sich ein. Schiff und Crew sind ans Herz gewachsen. Abschied auch von den Stränden und Palmen. Impressionen einer langen Reise. Abschied von den grünen Inseln über dem Wind mit ihren versteckten Geheimnissen im Regenwald. Erinnerungen an die Karibik mit ihren vielen Sonnenseiten. Die Spuren verlieren sich im ewigen Spiel der Wellen.